Aber Tim hat wirklich eine stabile Stimme zum Rappen, Alter. Also muss ich wirklich sagen, jetzt bin ich doch ein bisschen, jetzt habe ich ein bisschen Angst vor dem Diss-Track. Moin Meister! Na, was geht? Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Leute, falls ihr heute anständigen Content erwartet habt, kurzer Spoiler an der Stelle, den gibt's hier heute nicht. Stattdessen schauen wir uns gemeinsam das Video von Gewitter im Kopf an, das die mir netterweise ein wenig vorab schon bereits zur Verfügung gestellt haben. Und naja, wie soll ich sagen, Leute? Ich bin mal gespannt. Es ist leider kein Diss-Track. Der Song heißt Krieger. Wir haben die beiden hier in einer wunderschönen Landschaft. Ich würde fast schon sagen, es ist das Moseltal, meine Freunde. Aha. Jan und Tim stehen hier mit einem Mikrofon. Tim in einem T-Shirt, was ein kleines Stückchen zu eng ist. Das Mikrofon natürlich ohne Kabel. Und ich würde sagen, Leute, wir schallern gar nicht lange drumherum, sondern legen sofort los. Ich habe aggressive Blähungen wirklich. Also ich nehme an, dass... Kylo. Weiß nicht, ob man das gehört hat. Ich riech's auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Die beiden hatten mich darauf hingewiesen, dass sie noch einen neuen Song rausbringen und dass sie mir ihn vorab zur Verfügung stellen. Und dann würde ich sagen, auf gute alte Tuba-Manier. Ich habe meine Glatze übrigens irgendwo verloren. Ich weiß nicht, hier liegt irgendwie immer so eine Glatzenmüste. Stell dir einfach vor, ich hätte eine Glatze. Boah, Gänsehaut. Perfekt, let's go, der Hase. Wir beginnen mit einer emotionalen Drohnenfahrt, einem sehr, sehr color-correcteten Sepia-Bild, meine Freunde. Wir haben eine Retro-Geschichte hier am Start. Bei Kid Alcalanta. Komm, wach dich auf, geh da raus, aus dem Morgen muss ein Jetzt werden. Denn alles, was in dir steckt, versetzt Berge. Ja, es scheint wieder so eine Art Motivationsgeschichte zu sein, ein motivierender Rap. Nochmal, Tim, das Shirt ist ein bisschen zu eng, aber erzähl mir mehr. Sei du selbst, bleib dir treu und fokussiert. Und geht's dir schlecht, musst du dich jeden Tag aufs Neue motivieren. Der Erfolg macht dich stark, nein, du kennst keine Ängste. Du musst nur bereit sein zu kämpfen. Es gibt mir so Matrix-Vibes von früher. Ich schwöre, man kann sagen, was man will, aber Tim hat wirklich eine stabile Stimme zum Rappen, Alter. Also ehrlich, ich glaube, da kann wirklich noch was Gutes draus werden. Wobei, das ist eigentlich jetzt auch echt schon relativ stabil, muss ich sagen. Glaub mir, du bist besser als sie, denn nur mit Blut, Schweiß und Tränen kommst du näher ans Ziel. Mach alles, was du nur in deinen Träumen kannst. Hinter jedem Fall steckt ein Neuanfang. Hinter jedem Fall steckt ein Neuanfang, ja. Sehr viele Metaphern hier auf jeden Fall. Heute ist alles, wie es soll. Neid ist die höchste Anerkennung von Erfolg. Immer. Immer. Aha. Ja. Yeah. Du bist ein Krieger, auch mal Verlierer. Niemals gibst du auf. Alles für den Traum. Stabil aber. Also ist halt so ein Normie-Deutsch-Pop-Rap-Ding. Ist überhaupt gar nicht meine Musik, Alter. Das gibt mir so ein bisschen Kontra-K-mäßige Vibes irgendwie. Aber ganz ehrlich, Mann, muss ich wirklich sagen, jetzt habe ich ein bisschen Angst vor dem Diss-Track. Ja, musikalisch gar nicht so bad, wirklich. Denn du bist ein Sieger und immer wieder ziehen dunkle Wolken auf. Bro, Tim, hast du Gesangsunterricht genommen? Digga. Digga, das ist wirklich nicht bad. Zieh dunkle Wolken auf, aber du machst alles blau. Du bist stärker, als du glaubst. Du machst alles blau. Geht's da um Alkohol? Geht's um Alkohol und darum, dass man mehr trinken soll, um erfolgreich zu werden? Weil, falls das die Message sein sollte, fühle ich absolut, bin ich, verstehe ich. Du hast dich aufgerafft, sieh, wo du heute stehst. Da jetzt ein fetter Double Time, ne? Wie du von jetzt an deine Träume lebst. Es gibt kein Hetze, Wenn und Aber. Durchziehen, Vollgas, belächelt werden, warmer. Durchziehen, Vollgas, belächelt werden, warmer. Lasst es euch so gesagt sein, meine Freunde. Recht haben sie, die zwei, recht. Du bist bereit für jeden Stein, der dir im Wege steht, weil du im Reinen bist mit dir und deinem Lebensweg. Also ist es halt wirklich komplett, Digga, diese Fresse hier, Tim, die jetzt besparen können. Also das muss wirklich gar nicht sein. Aber es ist halt, wie gesagt, also sehr, 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 sehr auf so einem deepen Level inspirierend, motivierend zu sehen. Also das ist jetzt kein typischer Hip-Hop, sag ich mal, aber trotzdem interessant. Sie wollten sehen, wie du versagst. Heute stehen sie da und sind lange nicht so begabt. Also ich finde, dass ich ziemlich begabt bin. Wer sind denn die? Es ist immer bei diesen Tracks so. Lass dich von denen nicht unterkriegen. Die wollen dich nur f***en. Die sind nur neidig. Ja, aber wer sind denn die? Also ich meine, wer sind denn diese Leute, die ihr da ansprecht? Nennt doch Namen, Alter. Geht doch ins Name-Dropping rein, Jungs. Sag doch einfach, dass es hier um Vive geht. Du bist zum Kämpfer geboren. Danke, das weiß ich. Jedes Wort macht dich stärker als zuvor. Danke, das weiß ich. Du gehst aus dem Kampf als Sieger. Lass dir von niemandem was sagen, denn du bist ein Krieger. Leute, ich schwör's euch ganz ehrlich, Mann. Ich war wirklich, und ich meine das jetzt ernst, ja? Mein Leben war eine absolute Talfahrt. Es ging für mich steil bergab, ja? Seit letztem Herbst ging es für mich nur bergab. Ich habe mich von Jody getrennt, ich musste umziehen, Freunde von mir sind pleite gegangen, meine Twitch-Zuschauer sinken. Irgendwie
geht alles echt den Berg runter. Aber seitdem ich diesen Song gehört habe, meine Freunde, seitdem ich dieses Lied gehört habe, seitdem Tim mir gesagt hat und Jan auch, du bist ein Krieger, du bist ein Sieger. Gottverdammt nochmal, ich werde mein Leben jetzt in die Hand nehmen und ich werde zurückkehren, denn ich bin ein Krieger. Oder sowas in der Art. Ja, das ist dann, ja. Verlierer, niemals gibst du auf. Alles für den Traum. Ja, Mann, alles für den Traum. Alles, Digga. Ich gehe über Leichen. Mir ist alles egal. Alles für den Traum. Denn du bist ein Sieger. Ich weiß nicht. Ich bin. Also. Und immer wieder ziehen dunkle Wolken auf. Digga, also. Da muss ich wirklich sagen, ich bin bei beiden hart beeindruckt, Mann. Also stimmlich, also gesanglich. Wie gesagt, der Beat ist halt mit so Strings unterlegt und so ein ganz normaler, relativ langsamer Beat. Jetzt nichts unglaublich Besonderes, aber stimmlich, also gesanglich. Das überrascht mich jetzt real talk wirklich, Mann. Ich hätte nicht gedacht, dass dabei sowas Stabiles rumkommt, weil das erste Ding, das hat mir auch gut weitergeholfen im Leben. Aber du machst alles blau, du bist stärker als du glaubst. Ihr macht alles blau. Ich weiß nicht, was die Aussage "Du machst alles blau" bedeuten soll. Ich nehme an, dass es ein Aufruf dazu ist, mich jetzt einfach komplett voll zu saufen. Und ich mach das jetzt einfach. Jungs, wenn ihr sagt, ich soll mich jetzt betrinken, damit mein Leben besser wird, dann mache ich das. Ein Krieger, auch mal Verlierer. Ich bin ein Krieger, aber auch mal Verlierer. Aber jetzt, eben haben sie doch gesagt, ich bin ein Sieger. Ich bin echt verwirrt mit der Message. So langsam. Niemals gibst du auf. Alles für den Traum. Denn du bist ein Sieger. Und immer wieder ziehen dunkle Wolken auf. Wieso wirkt eigentlich Jan die ganze Zeit so, als hätte er keinen Bock da drauf? Also hat Tim so gesagt, komm, wir machen mal einen Song. Und Jan so, ja, weiß nicht, also können wir einfach Videos drehen? Jan, Tim so, ne, wir machen jetzt einen Song. Aber du machst alles blau. Du bist stärker, als du glaubst. Safe wird sich da in der Mose noch ordentlich einer reingekippt, ich sag's euch. Oh. Emotionaler Break. 127. Und du bist dabei. Und du bist dabei. Du riechst nach Schinken. Ich fühle es sehr, Mann. Ich fühle es sehr, den Vibe. Geh mal Haare färben. Das ist mein Catwalk. Oh. Was sehe ich denn da? Ein Lauch. Also Video auch echt... stabil, Leute, wie gesagt, hier mit der Drohne, ne? Hier ist das, die Color Correction aber eine ganz andere. Also man merkt auf jeden Fall, dass hier verschiedene Color Corrections immer am Start sind. Hier ein bisschen mehr Sättigung, hier dann ein bisschen mehr ins Bläuliche. Hier halt ganz krass im Sepia. Also wirklich relativ gut durchdacht, muss ich sagen. Zum Video kann ich einfach nur sagen, echt eine wirklich durchaus solide Nummer. Bin tatsächlich jetzt, also ich glaube, Leute, ich kann es so sagen, wie es ist. Dieser Song hat mein Leben nachträglich verändert. Und ich werde jetzt tatsächlich als Sieger und Gewinner hier rausgehen. So ein Ding ist das nämlich jetzt. Ich würde sagen, meine Freunde, das war's von diesem arschgeilen Song. Checkt auf jeden Fall gerne mal die beiden aus. Link ist natürlich in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, Leute, das war's an der Stelle von meiner Seite. Video ist leider nicht länger als 10 Minuten. Kann man nicht ändern. Ich bin trotzdem raus. Macht's gut, haut rein. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Bis die Tage. Tschüss. Du bist ein Krieger, auch mal Verlierer. Niemals gibst du auf. Alles für den Traum.